Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin. Wir sind im Rassiland, genauer gesagt im Reich des T-Rex und ich stehe genau im Strudel vom Hafema Rafting. Und was es alles damit auf sich hat und wie das Ganze Backstage aussieht, das seht ihr jetzt in diesem Video. Weil man sieht halt immer nur das Wasser oben raus sprudeln, aber nicht wie tief die sind. Ja gut, das Wasser steht ja auf der Höhe hier drunter. Wenn man unten den Wasserspiegel sieht, das ist ja praktisch leer, der muss ja überbrückt werden. Ja, logisch ist es aber. Damit man ja überhaupt hier die Sache hinbekommt. Ne? Ja. Und du hast ja eine Pumpe macht 1500 Liter pro Sekunde. Das heißt, drei Pumpen sind 4,5 Kubikmeter pro Sekunde. Bei 1,2 Millionen Liter Wasser, die wir insgesamt hier in dem Becken haben. Ja. Die dann umgewälzt werden. Ne? Also das komplette Wasser von der Bahn ist auch gerade drin quasi. Ist drin, was man jetzt unten sieht. Ne? Ja. Also unten sieht, ist etwa also 1,2 Millionen Liter. Und die werden ja dann irgendwann angepumpt, pumpen die das hier hoch. Und selbst wenn eine Pumpe aushalten würde, würde es nicht reichen. Also man braucht alle drei Pumpen. Okay. Wir haben unten aber noch eine Ersatzpumpe stehen, die können wir euch auch noch zeigen, damit man mal sieht, wie groß die Pumpe denn insgesamt ist. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Weil die Pumpe wird ja mit dem Kran reingehoben, weil die hat wiegt so 1,2, 1,3 Tonnen. Also die ist nicht so einmal mal hochgehoben oder irgendwas gemacht, ohne Kran geht da gar nicht. Wie viel Strom ballert ihr nur fürs Rafting durch, grob? Also pro Stunde Stromverbrauch, gut, das sind 90 kW Dings, aber wir haben jetzt mal so umgerechnet, kommt ja jetzt drauf, du rechnest pro Stunde sind es mindestens 100 Euro Strom nur für die Pumpen. Also ich habe das noch mal überschlagen, du wirst wahrscheinlich komplett eine Betriebsstunde, die dürfte locker bei 300 bis 400 Euro liegen. Das ist eine Ansage und das nur für eine Attraktion. Ja. Bei dem Strudel, ist das jetzt einfach nur ein Loch in der Mitte, was halt, wo das Wasser einfach reinläuft, oder ist das ein bisschen speziell geformt, damit du wirklich diesen Strudeleffekt hast? Ja gut, das hat mit diesen, deswegen ist er so von der Form, das läuft dann rein. Du hast diesen Strudeleffekt allein dadurch, dass du drüben jetzt siehst du die Löcher, dementsprechend auch Wasser reinläuft. Ne? Und das ist jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen durchdachter, also einfach nur Physik macht das schon? Physik macht das schon, das ist also jetzt nicht extra noch viel. Es sind nur hinten diese Löcher da reingekommen, damit die Wassermenge dementsprechend da reinkommt. Und ja. Dann hat ja auch die Höhe hier, dass die Boote dementsprechend da auch nicht reinrutschen können. Ne? Das ist also schon. Aber auch nur Löcher nicht offen, damit du auch noch genug Wasser für die für Strecke die Bahn hast. Ja, das ist schon dementsprechend. Warum hat denn die Abfahrt eine andere Farbe als der Rest der Bahn? Ja gut, der ist hier mal gekommen. Eigentlich, weil er erst zu rau war und dementsprechend das mit dem Rutschen, weil das Wasser da weniger ist, das etwas glatter ist, damit die Boote nicht so kaputt gehen. Wäre es dann nicht besser oder sinnvoll gewesen, Gitter zu legen? Ja, Gitter, das Gummi, Wasser ist jetzt ja... Havemar macht das auch bei anderen Raftings, da fahren die dann in dem Strudel über Gitter drüber, deswegen... Aber das haben die sich damals so ausgedacht, da weiß ich... Ich bin ja auch nicht Erbauer dieser Anlage. Ja, ich kann nicht sagen, unter welchen Voraussetzungen sie sich da überlegt haben. Ne? Aber gut, die haben sich so eine Lösung ausgesucht und dann klappt das ja auch. Wir haben ja eine Lichtschranke. Warum ist denn genau hier eine Lichtschranke? Die Lichtschranke hier ist, da können auf anderen Seite ist eine Klappe. Das heißt, wenn die Leute jetzt hier rüberfahren, hat man einen Wasserfall vorne. Und wenn die Boote kommen, geht die Klappe natürlich auch, damit das Wasser einem nicht direkt trifft. Ne? Das können wir gleich auch an der anderen Seite hier rüber sehen. Hier habe ich nur eine Sonnenbrille rausgeholt. War sogar eine Designer-Sonnenbrille. Leider war sie kaputt. In dem Zusammenhang mit der Pumpestelle. Hier läuft also Wasser durch, permanent drüber. Und die Boote kommen hier unten an. Und weil die Boote unten ankommen und das rüber, da hat man ja praktisch so einen Wasserfall. Und diese Klappe geht über die Fotozelle auf, dass das Wasser ablaufen kann, dass die Boote
ja, nur ein paar Resttropfen kriegen und nicht geflutet werden, die Kunden keine Dusche direkt kriegen. Aber sie kriegen erstmal das Gefühl, wenn sie da reinkommen. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Und dann geht aber die Klappe auf, das Wasser weg und sie sind dann unten im Schuss ja auch durch. Also vereinfacht ausgedrückt ist es halt so, dass das Wasser überläuft. Deswegen haben wir einen Wasserfall und dann Klappe auf, das Wasser kann zur Seite weg. Und dann kriegen die Boote dementsprechend höchstens noch Tröpfchen ab, aber kein Wasserfall mehr. Was ist denn mit den ganzen Dinos an der Strecke? Warum bewegt sich da alles? Was ist denn hier los? Was passiert überhaupt bei der Strecke? Also, ja gut, es ist ein bisschen, nennt sich ja Reich des T-Rex, und weil Reich des T-Rex ist und meine Figuren kann man so und so hinstellen, aber mit ein bisschen Bewegung ist natürlich auch attraktiver. Ne? Gerade auch einmal jetzt für die, die nicht mitfahren dürfen. Ne? Das sind ja die Kinder, die zu klein sind, die dann aber trotzdem noch entweder ihren bewegten Kopf haben, hier oben die Flugsaurier, die sich dann drehen, oder manchmal kommt ja auch während der Fahrt hier noch der eine Kopf aus dem Wasser raus, wenn die Anlage läuft. Das ist natürlich auch schon von außen her sehr interessant zu sehen. Ne? Oder vorne der Zaun, wo die gegeneinander kämpfen, oder hier, wo der Kopf rauskommt, das ist natürlich auch schon mal für die, die, sag ich mal, noch nicht die Größe und das Alter haben, mitfahren zu dürfen, spannend. Eine spannende Geschichte. Ne? Und wenn es sich bewegt, das macht natürlich ein bisschen mehr her. Dino, den die Leute ja eigentlich nur vom Fahren von der Brücke eigentlich hauptsächlich sehen können und bewundern können. Man kann nicht mitfahren, aber ab und zu fährt sie halt hier rum, wird mit eingeschaltet mit der Anlage und ist dann so als ja, Anschau. Eyecatcher. Genau. Muss halt morgens eingeschaltet werden, da muss man nämlich hier rüberlaufen. Anlage erstmal einschalten, mal reingucken. Vorsichtig, nicht erschrecken. Ich mache erstmal eine Proberunde. Ein Nässe ist das normal. Funktioniert auch nur, wenn die Rafting läuft. Okay. Weil jetzt zu viel Wasser drin ist. Die Boote von der Wasserschlacht. Ach, nicht, die würden dann wahrscheinlich über ihre Absperrung drüber schwappen. Genau das. Und die würden auch nicht rumfahren. Also sonst dauert so eine Fahrt 5 Minuten. Wenn man jetzt die bei dem vollen Wasser betreiben würde, würde es wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten dauern, bis das Boot rum ist. Das funktioniert dann nicht. Habt ihr dafür mehrere kleine Pumpen oder ist eine zentrale Pumpe, damit die Boote durch die Rinne kommen? Ja, da sind insgesamt vier kleine Pumpen. Immer wahrscheinlich vor den Kurven? Drei am Haupt und eine zwischendurch, um das am Laufen zu lassen. Aber bei der Wassermenge würde das auch nicht funktionieren. Die Wassermenge ist einfach zu groß. Okay. Die muss ein bisschen runter. So, hier kann ich euch nochmal die kleine Ersatzpumpe zeigen. Also drei von diesen Pumpen, die sind alle baugleich, sind in der Rafting-Anlage drin. Wow. Und ihr habt dann extra eine Ersatz, damit der Betrieb auch weiterlaufen kann, wenn eine mal ausfällt. Genau. Also frühzeitig, bevor man eine bestellt hat. Und genau, also man hätte ja praktisch, die gibt es ja auch nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern im Baumarkt. Ich brauche mal eine Schmutzwasserpumpe, die kriegst du ja überall. Selbst wir schicken die ja Ende der Saison immer zur Wartung und kriegen die dann praktisch im Frühjahr wieder. Mhm. Allein nur zur Reparatur warten die ja nicht nur aufs Rastiland, damit wir eine defekte Pumpe bringen. Ja, klar. Zum Überholen. Deswegen haben wir eine Ersatzpumpe, falls wirklich eine ausfällt. Dann hat man 1-2 Tage. Man braucht ja einen Kran, man muss rausheben, man muss umbringen. Also dann hätte man Ausfallzeit vielleicht von 1-2 Tagen. Aber nicht, ansonsten würden die sagen, 5 bis 6 Wochen, bis man die dann wieder kriegt, seine Pumpe zu reparieren. Wenn man Glück hat. Ja, wenn man Glück hat. Und das ist nicht unbedingt das, was wir wollen, weil wir, die Hauptattraktion ist ja mit auch die Raftingbahn hier. Und deswegen
Ein Ausfalltag ist schon hart, aber mehr ist dann auch nicht gut. Das. Hier ist auch noch eine Filteranlage für die. Das Wasser, weil es ja eigentlich permanent drin ist, es wird zwar immer mal, es geht was verloren, jeden Tag, verdunstet, plätschert daneben. Nehmen die Leute in ihren Klamotten mit? Genau, geht ja was verloren, wird natürlich auch neues Wasser zugesetzt, das ist klar, oder aufgefüllt. Aber das Wasser, was drin steht, was jetzt drin steht, wird auch permanent gefiltert, damit es dann nicht stinkt und riecht. Ne? Weil sonst würde es dann nach ein paar Wochen wahrscheinlich umkippen und dann sind die Leute da und sagen, das ist aber nicht so ganz mehr frisch. Ne? Und deswegen haben wir hier eine Filteranlage und die Filteranlage filtert also permanent das Wasser. Es sind natürlich auch viele andere Teile hier. Die permanent das Wasser filtern. Und dazu auch noch UV-Röhren. Wegen Algen? Wegen Algen-Geschichte. Und das sind also im Prinzip 8 Röhren, die das auch nochmal dementsprechend mit UV beleuchtet werden, damit dann auch die Algen nicht dementsprechend so wachsen können. Also es werden hier etwa genau zwischen 190 und 200 Kubikmeter die Stunde umgepumpt. Ja, also gefiltert in der gefiltert, Zeit. Das ist schon nicht ganz ohne. Okay. Also es ist auch da schon eine größere Pumpen, da sind schon 2 Pumpen und schon eine relativ große Filteranlage. Also im Verhältnis zum Wasser, was durch die Bahn gepumpt wird, kriegt es natürlich super wenig. Ja, ja, aber es ist schon eine ganze Menge, die permanent gefiltert wird. Krass. Das ist echt heftig. Ja? Und soll jetzt auch noch eigentlich durch eine zusätzliche erweitert werden, weil das Wasser, was wir jetzt ist gefiltert, das gefilterte Wasser kommt hier weg. Es wird ja rausgespült, auch das fehlt uns. Und das wollen wir jetzt nochmal nachbehandeln, damit wir es wieder reinkriegen. Okay. Damit nicht die Kubikmeter, das sind ja praktisch 3-4 Mal am Tag locker 30 Kubikmeter, die wir wegschütten. Ja. Ins Abwasser. Das wollen wir nochmal filtern, dass wir davon nochmal mehr als die Hälfte wieder zurückkriegen. Wird sich wahrscheinlich unter dem Frischen holt sich das ganz ordentlich. Ja, ne? Also, das ist zumindest das Ziel. Dahinter nochmal eine Anlage zu schalten, um das Filterwasser nochmal wieder zu verwenden. Tja, zu der Steuerung. Ich meine, da gibt es so viel zu erzählen, also das wisst ihr bestimmt schon, 3 Pumpen auf 90 kW Motoren, also 200 Ampere ungefähr pro Pumpe. Das sind ungefähr 100 Euro Kosten Strom alleine in einer Stunde. Ja? Und sonst die Steuerung, ja, man kann die Boote einzeln unten sammeln zum Feierabend, damit die alle hochgefahren werden. Da werden dann irgendwelche Bänder ausgeschaltet automatisch, alle über eine SPS. Und sonst einfach einschalten und fertig, das läuft normalerweise. Komplett automatisch auch alles. Ja. Ja. Von hier aus steuert ihr dann auch oder schaltet auch die Animatronics ein, die Figuren, die Dinosaurier? Genau, da haben wir hier von der Firma, steht dann Hoffmann, die haben das damals mal installiert, aber da war ich ja noch nicht da. Ne? Da wird so der Hauptschalter eingeschaltet und da haben wir verschiedene Animationssachen, die Dinosaurier, die sich bewegen, Geräusche machen, der Vulkan zum Beispiel da draußen, der dann auch Wasser spuckt und auch mit Geräusch und sowas. Ja. Ne? Natürlich das Band aus, weil es wird ja während des Laufen des Bandes wird ja eingestiegen, aber bei behinderten Truppen schalten wir dann auch aus das Band, damit die in Ruhe einsteigen können und so. Oder wir können es auch langsamer laufen lassen. Ja. Halt diese ganz kleinen Sachen, sag ich mal. Das war's mit unserem Backstage-Bericht vom Rafting. Ich fahre jetzt, wie ihr seht.